die trocknen da so Mangostreifen und sowas. Den Rest verkaufen sie vor Ort, da braucht es auch nicht zertifiziert zu werden, obwohl es im Prinzip natürlich Bio ist. Und er sagt, er hat etwa das Dreifache von dem, was er hatte, als er noch als Vertragsbauer so kleinen Babymais angebaut hat, wie man ihn hier im Glas kaufen kann. Und er ist Buddhist, er hat das so ausgedrückt und er sagt, Technology is not a problem. The problem, hat er mir gesagt, is the change of the heart. Wow. Die Veränderung des Herzens. Man muss dran glauben. Er ist 3 Jahre lang runtergegangen im Ertrag. Er hat richtig Ärger mit seiner Frau gekriegt deshalb, aber er hat dran geglaubt. Und er sagt, wenn ich erstmal akzeptiere, dass diese Viecher hier auch was zu beißen haben müssen, die mir die anderen Viecher vom Hals halten, dann habe ich es begriffen. Und dann die Einzelheiten der Technologie, ach, das kriegt man schon irgendwie hin. Ich glaube, dass wir von Herrn Namchan eine ganze Menge lernen können und dass er im Grunde genommen so etwas wie der wandelnde Paradigmenwechsel ist, an dem wir uns orientieren sollten, denn er hat einen Fußabdruck, der ist weltweit akzeptabel. Sein CO2-Ausstoß würde die Erde nicht über Gebühr belasten. Er ernährt sich und seine Frau und seine 3 Töchter, beziehungsweise alle zusammen, ich bin mir nicht sicher, welchen Anteil er da jetzt im Einzelnen hat, auf eine Art und Weise, die ist gesünder als das meiste, was wir hier überhaupt so zu essen bekommen, selbst wenn wir uns anstrengen. Und er hat eine Form der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung der Gemeingüter, Wasser, Sauberkeit des Bodens und so weiter und so fort entwickelt, bei sich vor Ort. Dazu sind viele auf Konkurrenz getrimmte Landwirte hier in ihren Dörfern im Moment nicht in der Lage, die nur darauf warten, wann der Nachbar pleite macht, damit sie die Felder pachten können. Es herrscht keine große Kooperation bisher bei uns auf dem Lande. Und von daher ist er für mich ein gewisses Vorbild und meine kleine Küchenphilosophie, die ist jetzt ganz unwissenschaftlich, will ich Ihnen aber doch nicht vorenthalten, ist, ich glaube, wir müssen wegkommen von größer und wir müssen hinkommen zur optimalen Größe. Es geht nicht darum, aus Prinzip schneller zu sein, sondern es geht darum, aus Prinzip etwas zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment zu machen. Das ist häufig, muss das ziemlich schnell sein, kann aber auch mal 1000 Jahre gut gehen. Nur Geschwindigkeit ist kein Wert. Wir müssen von der Standardisierung, die der Preis der Industrialisierung der letzten Jahrzehnte gewesen ist, wegkommen. Wir brauchen wieder mehr Vielfalt und zwar einfach als Abwehrstrategie gegen die erkennbar und vorhersehbar schwer zu bewältigenden Herausforderungen auf dem Umweltgebiet, die vor uns liegen und vor den nächsten beiden Generationen liegen werden. Und wenn wir von dem Standard wegkommen wollen, dann müssen wir auch von Technologien wegkommen, die im Grunde genommen voraussetzen, dass nichts schief geht. So wie Atomtechnik, so wie Gentechnik aus meiner Sicht, so wie auch Windows 10. Bei Windows 10 ist das meiste an Arbeit, was in dem Programm steckt, der aussichtslose Versuch, die Fehler abzufangen. Die Natur, wenn Sie das mal so romantisch betrachten wollen, macht ständig Fehler und das ist ihre eigentliche Innovationskraft. Bei jeder Zellteilung kommt eben nicht genau eine identische Kopie heraus, sondern irgendwo passiert ein kleiner Fehler. Und an bestimmten Orten, zu bestimmten Momenten, bietet dieser Fehler einen Vorteil. Und das ist die Grundlage der gesamten Artenvielfalt auf diesem Planeten. Diese kleinen Fehler, zur richtigen Zeit den richtigen Fehler machen, das ist Innovation. Und deshalb glaube ich, dass wir auch Wege finden müssen, wie
die betriebswirtschaftlich unvermeidliche Frage, was ist der optimale Mehrwert, den ich aus einem Hektar rausholen kann, nicht das einzige ist, sondern die Frage, was ist der optimale Nährwert, den ich rausholen kann. Und wenn Sie nur nach dem Nährwert fragen, dann sage ich Ihnen, ist der Garten absolut unschlagbar. Sowohl was die Zahl der Kalorien, als erst recht, was die Vollständigkeit der Ernährung betrifft, macht aber, wie die wenigen, die hier einen Garten besitzen, wissen werden, eine Menge Arbeit. Solange die Energie so billig ist wie im Moment, wird immer wieder die Monokultur sich durchsetzen, die ölbasierte Monokultur. Das ist aus meiner Sicht der eigentliche Gegensatz. Da müssen wir politisch eingreifen. Das ist nicht mit Innovation und Technik und Markt und sonst was zu bewältigen. Und wenn wir lernen, den Unterschied zwischen Reichtum und Wohlstand zu begreifen, dann ist das möglicherweise eine entscheidende Voraussetzung dafür, diese Art von Paradigmenwechsel auch persönlich, privat, betriebswirtschaftlich hinzubekommen. Und deshalb glaube ich, mehr als gestern, eine neue Kultur ist genug, was das Gegenteil von zu viel, aber auch von zu wenig ist, ist die Zukunft. Vielen Dank und entschuldigen Sie, dass ich so ein bisschen überzogen habe. Vielen Dank. Sie haben uns heute, wie die von den anderen Referenten, einen großen Rundumschlag geliefert. Um vielleicht mit einer Frage zu starten, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass hinsichtlich unserer Agrarförderung die Säule 1, die lediglich flächenbezogen arbeitet, sicherlich nicht das Nonplusultra ist, sondern stattdessen, dass man hier eigentlich stärker in die Säule 2, das heißt die qualifizierte Bonierung oder Bonitierung von Naturleistungen erforderlich wäre. Was bedeutet das denn eigentlich für die Weltagrarförderung? Denn auch im Weltmaßstab werden natürlich Subventionen gezahlt, wird die Landwirtschaft massiv subventioniert. Was müsste da umgesteuert werden? Ich glaube, innerhalb der EU ist es relativ klar, aber was müsste auf der Weltebene passieren? Denn im Moment habe ich den Weltagrarbericht vor allen Dingen als eine Form des Appells gesehen. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Was steckt oder was kann dahinter stecken? Also, wenn wir das weltweit betrachten, dann würde ich sagen, brauchen wir auch mehr Arbeit erstmal. 2009 hat die Weltbank 5 Milliarden Dollar zusätzlich bekommen, nur um langfristige Ernährungssicherheitsmaßnahmen einzuführen. Die hatten überhaupt nicht das Personal. Das ist ganz schwierig. Die müssen dann mit Regierungen verhandeln und zu irgendwelchen Agreements kommen, die gewohnt sind, den Hunger ihres eigenen Volkes als Geisel zu nehmen und mindestens 20% erstmal für sich privat davon einzustecken. Was dabei herausgekommen ist und was in vielen Ländern immer noch herauskommt, ist, dass erstmal einfach der Dünger subventioniert wurde, weil das ist relativ einfach. Da ist auch die Korruption überschaubar, die damit machbar ist. Wenn ich agrarökologische Maßnahmen fördern will, im globalen Maßstab, in Burkina Faso, in Indien, in China, in Indonesien und so weiter und so fort, dann darf ich nicht top-down denken. Und von daher glaube ich, dass es möglicherweise auch nicht besonders hilfreich ist, überhaupt in globalen Subventionskategorien als erstes zu denken. Bisher hat Entwicklungshilfe, hat Entwicklungssubvention auch im Agrarsektor unterm Strich möglicherweise mehr Schaden angerichtet als genutzt. Fragen zum Plenum? Wir haben in letzter Zeit gehört, dass man versucht, CO2 in die Erde zu pressen. Was halten Sie von dieser Methode? Ist das sinnvoll? Ist das praktikabel? Ist das sicher?
bin kein technischer Experte für CO2-Verpressung. Ich kann nicht sagen, ob es sicher ist und was es kostet. Ich kann aber sagen, was für eine Verschwendung. Also anstatt das mit Hochdruck und Riesentechnologie in irgendwelche Tiefen zu pressen, von denen man dann hofft, dass es nicht wieder hochkommt, es einfach als Humus in den Boden reinzuschaffen, ist so viel besser, ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich die Lösung ist. Ist auch definitiv ungefährlich. Ja. Doch, das ist damit gemeint. Also die einfache Gleichung ist die, macht Energie teurer, und zwar durch Steuern, durch Abgaben auf den Schaden, den. Also wenn ich viel weniger Energie einsetzen will und sollte, ja, dann ist das probate Mittel, dieses Gut zu verteuern. Ja. Wenn ich möglichst viele Menschen in Arbeit bringen will und wenn ich möglichst viel Arbeit in die Erde, viel Aufmerksamkeit für diesen Produktionsprozess generieren will, ist es sinnvoll, die Arbeit zu subventionieren. Das ist nicht einfach, will ich nicht behaupten, und hat sicher auch viele Tücken. Immer schwierig. Also immer dann, wenn wir anfangen, etwas künstlich zu subventionieren, ist der Betrüger, der das optimiert, dieses System, ein Mordsgeschäft draus macht, um die Ecke. Das ist nie einfach, ist nie optimal, es wäre wunderbar, es würde uns gelingen, wir würden unseren Markt darauf ausrichten. Aber erstmal ja. Und ich denke, dass es im Wesentlichen in der europäischen Agrarpolitik deshalb darum geht, bestimmte Leistungen zu honorieren, dafür einen korrekten Preis zu bezahlen, und zwar die Leistungen, die durch Arbeit erbracht werden, im Wesentlichen. So, das scheint mir das probate Mittel zu sein. Ein dazu, es wäre, also man muss ja nicht unbedingt subventionieren, aber man kann ja auch einfach quasi die Steuern auf Arbeitseinkommen senken oder abschaffen und dann eben ja, die Steuern für Ressourcenverbrauch erhöhen, mhm, oder was weiß ich, die Steuern auf Landbesitz, an was er eben gerade für die große Agrarindustrie teuer wird oder was auch immer, Kapitaleinkommen, dass man da eben so einen Ausgleich schafft, ohne jetzt Geld in die Hand nehmen zu müssen, um die Arbeit zu subventionieren. Ja, also es gibt viele Formen der Subvention. Es gibt übrigens auch Dinge, die im Moment von der Bundesregierung nicht gemacht werden, obwohl sie, und den Landesregierungen muss man dazu sagen, obwohl sie von der EU beschlossen wurden. Also die letzte EU-Agrarreform erlaubt den einzelnen Mitgliedstaaten beispielsweise 30% dieser Gelder, die als Direktzahlungen pro Hektar gezahlt werden, umzuverteilen und auf die ersten 50, 90 Hektar umzulegen, sodass man also für seine ersten 50 Hektar bekäme man, sagen wir mal, 500 Euro und dafür bekommt man ab dem 51. Hektar nur noch 250 statt jetzt 300 Euro. Was ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Maßnahme wäre, um kleinere Unternehmen besser zu stellen. Das wird nicht gemacht. Es werden statt 30% gerade mal 6% im Moment umverteilt. Von unserer Bundesregierung, auch den rot-grünen Landesregierungen, die könnten das anders machen. Die EU erlaubt 15% dieser Direktzahlungen, die nicht besonders effektiv sind, stattdessen in diese sogenannte zweite Säule zu überführen und zu benutzen für zum Beispiel Agrarumweltprogramme, wo genau für eine bestimmte ökologische Leistung bezahlt wird, statt einfach pauschal für den Hektar. In Deutschland werden 4,9% statt der möglichen 15% umverteilt.
Also es gibt eine Menge, was hier im Moment gemacht werden könnte und nicht getan wird. Da könnte man schon mal anfangen, finde ich. Kann ich vielleicht auch noch etwas hinzufügen hinsichtlich des Transfers von Energiekosten zur Linderung von im indirekten Sinne von Arbeitskosten. Das ist so eigentlich das schon in den 90er Jahren erdachte Öko-Bonus-System. Ökosteuer ist hier vielleicht bekannt. Das Öko-Bonus-System ist in den 90er Jahren als Alternative diskutiert worden und kommt eigentlich aus dem Verkehrssektor. Aber würde hier auch gut Anwendung finden. Es bedeutet im Klartext, dass Energie verteuert wird, eben mit einem Aufschlag auf den Preis. Aber um das auch für die Nachfrager akzeptabel zu machen, würden die Einnahmen aus diesem Preisaufschlag auf Energie nicht einfach irgendwo im Staatshaushalt versickern, sondern stattdessen als eine Pro-Kopf-Zahlung an die Bevölkerung eines Landes zurückgegeben, sodass hier ein Kreislauf besteht. Im Moment ist im Agrarsystem eigentlich eine Subventionierung zumindest in der ersten Säule pro Flächeneinheit vorgesehen und das Ökobonussystem würde eine Subventionierung im Sinne eines Anteils eines bedingungslosen Grundeinkommens, eine Subventionierung pro Kopf vorsehen. Das würde allerdings eine wirklich komplette Umsteuerung des Sozial- und Finanzierungssystems bedeuten, wo sich niemand dran traut. Das in ganz kurzer Form zu einem Thema, zu dem man eine eigene Vorlesung halten kann. Wir haben gehört, dass von der Getreideproduktion 46% für Lebensmittel ausgegeben werden. Wie hoch müsste die Prozentsatz sein, um den Hunger auf dieser Welt zu reduzieren? Der Hunger auf dieser Welt hat damit relativ wenig zu tun. Der Hunger ist ein Problem von Subsistenzlandwirtinnen und Landwirten, die auf ihrem kleinen Flecken nicht ausreichend und regelmäßig genug produzieren. Würden sie das tun, würde jetzt die Getreideproduktion weltweit im Grunde genommen statistisch nur marginal ansteigen. Um die Menschen zu ernähren, die im Moment Hunger leiden, sind im Grunde genommen nur Zugang zu Land und Zugang zu relativ einfachen Techniken erforderlich. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das ist nicht eine Frage von, die bekommen das 1% nicht, weil wir es den Viechern verfüttern. So darf man sich, glaube ich, die Sache nicht vorstellen. Und das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, auf eine Sache hinzuweisen. Es gibt viele, viele Millionen Hektar auf der Erde, die könnten einen besseren Ertrag bringen und das würde denen, die diese Flächen bewirtschaften, unmittelbar mehr Ernährungssicherheit bieten. Und es würde möglicherweise sogar die Situation des Bodens und die Fruchtbarkeit und die Mikroökologie vor Ort mit verbessern helfen. Also ich will hier nicht sagen, dass man nicht an vielen Ecken und Enden dieser Erde auch den Ertrag weiter steigern sollte und könnte. Das darf man nicht verwechseln, sondern was eine Sünde wieder die ökologische Vernunft ist, ist da, wo wir mit enormem Energieeinsatz, mit enormer Verschwendung Extraktionslandwirtschaft im Grunde genommen, also eine bodenvernichtende industrielle Landwirtschaft für wenige Jahrzehnte betreiben. Also ich würde nicht so denken, dass man sagt, wenn wir 48%, wenn wir noch 2% mehr, dann, das wäre möglicherweise dann statistisch in etwa die Konsequenz, sehr viel mehr als 2, 3, 4% sind das gar nicht, um die es da geht. Ja? Aber die Geschichte ist umgekehrt sozusagen. Also so wäre meine Antwort jetzt. In Ergänzung dazu, das Hungerproblem ist eigentlich ein Verteilungsproblem, es ist kein Produktionsproblem.
Verteilungsprobleme einerseits hinsichtlich der Nahrungsmittel, dann aber vor allen Dingen auch hinsichtlich der Landressourcen, von denen Sie gesprochen haben, und sicherlich auch ihrer Nutzung. Als Sie vorhin davon sprachen, dass allein der Anstieg der Produktion korreliert mit dem Ausmaß an Bewässerung, ist mir ein bisschen ein Licht aufgegangen, weil ich in Afrika, Nordwestafrika, es selbst gesehen habe, wie allein mit Bewässerungsmethoden es möglich ist, den Ertrag und damit tatsächlich auch das Auskommen und Einkommen der dortigen Bevölkerung massiv zu verbessern. Da spielt der Düngereinsatz, da spielt der Pestizideinsatz überhaupt keine Rolle. Das A und O war Bewässerung, allerdings immer in Kopplung auch mit einem gewissen Maß an Entwässerung, weil ansonsten in den Böden, gerade in diesen ariden Zonen, sich Salz anreichern würde. Das darf auch nicht der Fall sein. Aber wenn insofern eine gute B- und Entwässerung existiert, dann passiert auch der Humusaufbau, von dem Sie gesprochen haben. Dann wird CO2 aus der Erdatmosphäre herausgefiltert und gut und problemlos eingelagert. Und dann kann eben auch das Agrarsystem in dieser Hinsicht auch ökologisch massiv profitieren. Wir sind am Schluss auf dieser Einheit angelangt. Wir werden die Gedanken, die heute aufgekommen sind, bei der nächsten Session noch einmal weiterverfolgen. Denn das nächste Thema lautet: Ohne Bodenschutz keine zukunftsfähige Landwirtschaft. Bodenschutz ist hier das Stichwort, das Sie angesprochen haben, das also im nächsten Vortrag, dem letzten vor Weihnachten, aufgegriffen wird. Und zwar nicht wie im Programm angegeben von Jess Weigel, sondern von der Kollegin Caroline Sperk vom Institute for Advanced Sustainability Studies. Das kommt nächstes Mal dran. Vielen Dank für heute, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Engagement. Vielen Dank auch Ihnen dafür, dass Sie uns hier bei unserem Erkenntnisprozess beiseite gestanden haben. Bis zur nächsten Woche. Wiederschauen.